Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 2 und der Dynastie der Sikardinger. Und wir sind mal wieder zurück mit unserer neuen Königin Paula Pilitrut, die in der letzten Folge die Auvergne in unser Deutschland eingliedern konnte, was sehr, sehr schön ist. Ihr wisst ja, habe ich ja gesagt, ist eine persönliche Sache. Deswegen dachte ich mir so, wenn die Chance besteht, warum nicht zugreifen? Und auch in der letzten Folge haben wir vom ebenfalls dem gleichen Herrn hier Avancen bekommen. Aber die haben wir jetzt erstmal mit einer Ohrfeige abgelehnt. Aber man weiß ja nicht, wie er da weitermachen wird, weil wir haben eine relativ gute Meinung. Wir werden sehen. So, steht auch mitten in eurem Reich als mächtiger Vasalle betrachtet. Okay. Ist vielleicht sogar gut, wenn wir gute Beziehungen haben. So, wir haben auch schon ein nächstes Ziel. Und zwar ist das Holland. Hier, Holland. Und zwar werden wir das ebenfalls in unser Deutschland reinbekommen. Integrieren. Denn wir haben einen Anspruch. Wir werden hier dem Maurice Avaugur, wie auch immer, einen Landtitel geben. Ja, werden wir so machen. So, zack, zack, zack. Der gute Mann hier. Wir geben ihm einen Titel. Welche Grafschaft geben wir ihm? Ist noch was anderes? Nee. Ah, warte, ich habe schon eine bessere Idee. Wir werden jemanden hier den Titel entziehen, und zwar die Baronie, also die Stadt Reutling. So. Ja, wir haben jetzt ein falsches Besitztum. Warten noch mal kurz, bis wir den Titel bekommen. So, zack, haben wir. Und jetzt geben wir das dem guten Herrn hier. Sollte ja reichen. So, Landtitel gewähren. Stadt Reutlingen. Wunderbar, damit ist er jetzt unser Vasall, unser direkter Vasall. Und bekommt jetzt erstmal ein neues Herzogtum. Krasser Aufstieg, würde ich sagen. So, für ihn beanspruchen, ganz genau. Hat den gleichen Verbündeten. So, wir rufen natürlich unsere Verbündeten mit rein. Unsere gute Mutter. Die hat uns ja in der letzten Folge auch ein wenig geholfen. Allerdings ist sie dann zur Hälfte oder so raus, weil der König von Bayern auf einmal auf der Gegenseite war, aber wir haben es trotzdem geschafft. Weil wir einfach sehr, sehr schnell agiert haben. So. Wir werden uns alle mal hier in Nassau vereinigen und dann auf Holland losmarschieren. Ach, wenn ich mich jetzt genau, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn wir ihm jetzt einen Herzogtitel, also wenn er den Herzogtitel bekommt, ist er automatisch eine Kaufmannsrepublik oder nicht? Oder muss man ihm zuerst einen Grafentitel geben? Oh, ich weiß es nicht mehr. Naja, wir werden es sehen. So, erstmal die ganzen Truppen zusammenzufinden. So, sehr schön. Wir werden nicht mitkämpfen, das haben wir ja schon mal gesagt. So, und zack, los geht's. Irgendjemand, der König von Pommern, hat den Verteidigungspakt gegen die Azteken verlassen. Okay. Bin mal gespannt, was die so vorhaben. So, dann belagern wir erstmal die Hauptstadt. So, Königin Paula Pilitrut von Deutschland hat die Baronie Zollern von Baron Herald von Zollern geerbt. Okay. Dann müssen wir jemanden noch eine Baronie geben. Ja, wir konnten Reichtum anhäufen. Sehr schön, können momentan nichts anderes auswählen. Wir müssen mal schauen, wem wir da die Baronie geben. Vielleicht eventuell. Müssen wir mal schauen. Warten wir. Wir warten noch nach dem Krieg. Vielleicht können wir doch dann hier so eine kleine Kaufmannsrepublik etablieren oder sowas. Keine Ahnung. So, wir werden mal mit hier reingehen. Damit wir das auch sicher gewinnen. Gut, wir hätten nicht mit allen reingehen müssen. Dann hätten wir wenigstens den Belagerungsfeuer Fortschritt behalten können. Gehen mal dort mit hinterher. So, sehr schön. Gehen jetzt nochmal dorthin.
und dann dorthin hinterher. Wenn jetzt erstmal die Truppen da vernichten, wenn das möglich ist. Das bringt ja immer wieder Kriegsstand. So, dann gehen wir mal wieder zu Westfriesland. Immer wieder hin und her, hin und her. Wunderschön, oder? Oh, Autospeichern, auch toll. Dann hätten wir, wenn wir das hier haben, wirklich alles östlich des Rheins. Das wäre schon mal ziemlich gut. So, wir werden jetzt hier erstmal unsere Armee ein bisschen aufspalten. So. Der einen Hälfte gehen wir dann dorthin. Da werden wir aber nicht... Gut, dann werden wir dort sein. So, eure Vasallin, Baronesse Gudrun, hat ihre Unzufriedenheit mit eurer Wahl von Beratern Ausdruck verliehen. Sie behauptet, sie sei qualifizierter als die meisten eurer Ratsmitglieder und wäre ein hervorragender Kanzler. Sie mag zwar eine umstrittene Wahl sein, aber... wie können wir sie denn leihen? Eigentlich ganz gut. Ja, warum nicht? Ist sie jetzt gewechselt? Ja. Da werden wir erstmal unseren Anspruch fingieren. Dänische Revolte. Ja, hier. So, wir haben eine materielle Heirat. Erstmal pausieren. Und zwar die Königin von Serbien möchte gerne unseren Höfling heiraten, der 63 ist. Sie ist 41. Okay, warum nicht? Das ist eine interessante Konstellation. Aber wieso nicht? Da haben wir nichts gegen. Können wir leider kein Bündnis machen. Schade. Egal. Ja gut, ist ja nicht mit uns verwandt. Stimmt ja auch wieder. So. Ansonsten belagern wir jetzt erstmal. Ja, die Österreicher könnten ja mal hier hingehen oder so, dass wir dann da mehr belagern. Und die Azteken laufen hier rum. Was machen die denn so? Wir können ja mal schauen. Sind momentan in keinem Krieg. Sind nur feindlich gegenüber Hordaland. Okay. Auf jeden Fall interessant. So, es ist mir zu Ohren gekommen, dass der Kanzler der St. Gallen, Bürgermeister Hugo von Adel, mit Drohung und Bestechung durch meine Domäne gezogen ist, um genug Leute zur Anerkennung eines Anspruchs auf meinen Titel zu bringen. Ein Anspruch, der für Graf Geluin von St. Gallen seinen Lehnsherr fingiert hat. Das sollten sie besser nicht zu Ende führen, ja. Er hier war das. Der Fehler, also ist ein Fehler, ist ein Fehler, haha. Oh, so lustig. So, ja. Nein, er hier ist das. Geduin. Okay. Ja. Soll er sich das mal wagen, hier rüber zu kommen? Also soll er eigentlich nicht. Haben wir weniger Lust drauf. Können wir jetzt eigentlich mit denen hier ein Bündnis machen? Bündnis schmieden. Nein, politische Vorbehalte. Okay. Wir werden ihnen mal ein Geschenk schicken. Und schauen, wie es jetzt aussieht. Nein. Okay. Schade, schade. Geld haben wir ja genug. Da können wir ja mal kurz Pause machen und ein bisschen hier die Sachen ausbauen. Ah, unsere Hauptstadt, die sieht schon mal ziemlich gut aus. Mit 15, 14, 16. Die anderen Sachen müssen wir mal ein bisschen ausbauen. Dann werden wir als nächstes mal Fürstenberg ein bisschen ausbauen. Denke ich mal. Ja. Denke ich, ist eine gute Sache. So, dann werden wir unseren... Gut, ah, den können wir... Ach, das ist unser Ehemann. Ja, da werden wir ihn mal kurz von der Armee wieder zurückziehen. Ich denke, das schaffen wir auch so. So Bauaufsicht in Fürstenberg. Und was werden wir, wollen wir hier vielleicht so... Na, da haben wir nicht genug Geld, schade. Dann werden wir erstmal in Fürstenberg ein bisschen ausbauen. Zum Beispiel erstmal ein Burgstädtchen. Da kriegen wir ein bisschen mehr Einnahmen. Das ist, denke ich, eine gute Sache. So,
Der kommt jetzt natürlich da rein. So, gehen wir mal dorthin. Hä? Wie können wir hier auf einen... Eine feindliche Truppe steht jetzt auch da drauf. Hä? Okay. Ist egal, ist egal. So, oh, da ist jemand gestorben. Ja, die war sehr, sehr lange Kanzler. Hat einen guten Job gemacht. Und eventuell habt ihr das gehört. Da hat wohl meine Katze in der Küche ein... Ja, Geschirr. Also irgendwas runtergeschmissen. Ich muss mal gleich gucken gehen. So... So, was sollten wir machen? Anspruch fingieren? Hier, genau. Ah, die Revolte ist ja schon wieder vorbei. Schade, schade. So, ein Kind braucht einen Vormund, unsere Tochter. Ich denke, wir werden sie selbst ausbilden. Und wir brauchen einen weiteren Befehlshaber. Okay, die können uns alle so super leiden. Okay, das ist sehr, sehr merkwürdig. Also unser Angreifer ist der Otto von Fürstenberg und der ist tot. Jetzt nicht mehr. Ja. Mehr als merkwürdig. Der Krieg ist unentschieden, ja. Bei 98% würde ich auch so sagen. So, was haben wir hier noch alles? Naja. So, wir können noch mal in Technologie investieren. Deswegen werden wir mal in die Militärorganisation investieren. In den Bau und Stadtinfrastruktur. Ja, das war's dann schon. Sehr schön. So, Tochter Katharina Eua lebt buchstäblich in der Küche. Solch ein Vielfraß. Wir sind selbstgefräßig. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Ganz genau. Wir sind da jetzt auch nicht irgendwie böse oder sonst was. Wenn sie sich doch so verhält wie wir, ist das doch in Ordnung. Also ich verstehe das nicht, wie das möglich ist, dass die feindlichen Truppen auf unserer Provinz stehen. Sehr, sehr merkwürdig. Naja. So, ein Burgstädtchen wurde gebaut. Sehr schön. Da werden wir direkt mal weitermachen hier in Fürstenberg. Wollen wir ein bisschen aufmotzen sozusagen. Wir werden mal... Wir könnten ein weiteres Burgstädtchen bauen. Wir werden mal einen Bergfried bauen. So, wir haben auch 100% jetzt. So, Bergfried, Pause... Und Frieden schließen. Förderung erzwingen. Zack. Und jetzt Großregent Maurice der Thronräuber hat den Titel Republik Holland von Graf Hugo von Holland übernommen. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt eine Kaufmannsrepublik innerhalb unseres Reiches. Ne, keine Kaufmannsrepublik. Einfach so eine Republik. Ist ja aber auch was Schönes. So. Werden wir mal die Truppen wieder auflösen. Zack. Und die bringen wir wieder hier hin. Oh, wir sind bedrohlich. Okay. Das ist interessant. So, einen neuen Kanzler. Da werden wir mal unseren guten Maurice da nehmen. Das ist, denke ich, eine gute Sache. Dann werden wir jetzt erstmal noch Geldern beanspruchen. Anspruch fingieren. Zack. Wo haben wir... Oh, wir haben sehr viele Ansprüche. Ja, aber gegen die Azteken habe ich jetzt nicht so Lust. Wo ist denn das? Ich müsste auch hier irgendwo fragen. Hier das. Ja. Wir hatten den Anspruch. Graf Hugo von Holland. Ach, der ist jetzt unser Vasall. Ja, klar. Der ist jetzt natürlich bei uns auch drin.
Ist logisch. Der hat einen Anspruch da unten. Und dann sehr viel in Frankreich, aber das ist uninteressant. So, wir können das Königreich Friesland erstellen. Oh, das wäre sehr, sehr schön. Dafür brauchen wir aber Geld, das wir jetzt gerade eben ausgegeben haben. Ja gut, da müssen wir halt noch mal ein bisschen warten. Sollte kein Problem sein. So, machen wir weiter. Unsere Truppen werden erstmal nach Hause kommen. Sehr schön, da haben wir jetzt auch mal endlich Zugang zur Küste. Also Gargamel de Dampierre hat einen Verteidigungspakt gegen Paula Pilitrut. Ja, kann er gern machen. Ja, der weiß, was ihm blüht. Er sieht, dass die junge Dame sehr, sehr ehrgeizig ist und schnell expandiert. Naja, sollen sie alle beitreten. Können wir mal kurz schauen. Verteidigungspakt. Gegen uns ist Geldern und hier unten, ja, ja, natürlich. Marché und Rogur oder so. Wie auch immer das ausgesprochen werden soll. Okay. Sehr schön. So, dann werden wir auch mal hier einstellen, dass wir uns nicht mehr an der Armee beteiligen. Sehr schön. So, wir können ja mal schauen, wie viel Geld wir jetzt eigentlich machen. Oh ja, hier 60. Also plus 58 machen wir. Boah, das ist ziemlich krass. 58 plus. Ja gut, Monatsbilanz ist natürlich bei 5,17, ist klar, aber das ist ja das Jahr. Und das ist schon ziemlich viel. Ah, hier haben wir noch die Baronie Zollern, die müssen wir noch abgeben. So, mein Essen hat in letzter Zeit seltsam geschmeckt und ich habe angefangen, immer weniger zu essen, aus Angst vergiftet zu werden. Ich traue dem Hofspitzel nicht zu, den Giftmischer zu finden. Der einzige, dem ich vertrauen kann, ist mein Freund. Ich werde den Giftmischer finden und die Sache beenden. Okay. Ich bin nur paranoid, das Essen ist gut. Wie stehen wir dazu? Wir sind feige. Wir werden jetzt erstmal jemanden da, unsere Freundin da, beauftragen, jemanden zu finden, der das sein könnte. Eieiei, fängt das jetzt auch schon an mit der Paula Pilitrut, dass sie bald ihre Eigenschaften verändert. Wir wissen ja, das bedeutet nichts Gutes. So, um ganz sicher zu sein, ob das Essen vergiftet war oder nicht, benötigte Basilisa Mystica eine bestimmte teure Ausrüstung und ich war derjenige, der dafür zahlen sollte. Obwohl das Essen seltsam schmeckt, fühlte ich mich nicht anders als vorher. Die Frage ist, ob es wirklich nötig ist. Will ich es wirklich wissen? Nein, ist mir egal, die Ausrüstung kostet zu viel. Natürlich muss ich es wissen, nehmt all mein Geld. Ja. Wir wollen es ja wissen. Wir wollen ja unser Essen ganz normal essen können, logischerweise. Mit den angeschafften Ausrüstungen nahm Basilas Mystiker eine Untersuchung auf und es hat sich nicht lange gedauert, bis sie mir das Resultat präsentierte. Der Koch hatte ranziges Fleisch im Eintopf verwendet und versuchte den Geschmack mit Gewürzen zu überdecken. Einige davon giftig, wenn sie nicht sparsam angewendet werden. Darum habe ich den Koch angesprochen wahrscheinlich oder gefeuert oder so. Geht leider nicht weiter. Wie finde ich nur einen neuen Koch? Ja, schade, schade. Das ist mehr als tragisch. So, die gute Baronie wollten wir noch abgeben. Wir werden mal wieder nachschauen nach den Charakteren. So, natürlich erstmal wieder die ganzen Sieghardinger. An unserem Hof sollte das ja natürlich schon sein. Waldomar, Höfling in Thüringen. Ja, geben wir ihm das. Kann ruhig ein Baron sein. Hier in Zollern. Zack. Wunderschön. Wunderbar. Das ist eine tolle Sache, denke ich. So, immer von
göttingischer Bauernaufstand hat Königin Paula Pilitut von Deutschland den Krieg erklärt. Bauernaufstand in Göttingen. Okay, wenn wir mal Pause machen. 2313 Truppen. Warum auch immer hier dann das päpstliche Logo ist. Wir haben sehr viele Truppen jetzt zur Verfügung. So, und wir werden natürlich unser Verbündeten nicht mit reinrufen, weil das nicht geht. Natürlich. Dann werden wir mal hier noch unsere Vasallen Truppen mit reinbringen. Erstmal schön vorsichtig alle, die hier auf der Seite sind. Wahrscheinlich stehen in Deutschland, hier in Deutschland, ja. Wenn, oh, wir haben das hier auch noch bekommen. Okay. Ja, jetzt fängt das große Erben an von irgendwelchen Provinzen, wo wir keine Ahnung haben. Auch immer wieder schön. So, das sind 2448 Truppen. Die werden wir noch zusammenbringen. Der hier marschiert hier nach oben. So, dann nehmen wir die hier auch noch mit. Gehen wir auch nach Württemberg. Die von Köln bringen wir nach Württemberg. Die von Kleve oder Kleve bringen wir nach Württemberg. Natürlich hier Holland müsste natürlich extrem stark sein. So, Tochter Katharina Eua ist ein sehr großzügiges Kind. Sie gab gerade dem Sohn des Schmieds ihr neues Spielzeug. Ich denke, da haben wir nichts gegen. Und so, sie mausert sich. Das ist gut. Unsere Tochter entwickelt sich sehr, sehr gut. Halt eben, ja. So. Wir können uns eigentlich hier in Nassau treffen. Die Truppen werde ich schon mal vereinigen. Sehr schön. Und werde mal wieder erlauben, dass unser Ehemann mit in der Armee stehen darf. So, den können wir aber nicht auswählen, weil, keine Ahnung. Ja, wir werden aber uns nicht dran beteiligen. Dann werden wir mal mit den 3000 nach Münster gehen. Aber bevor wir dort weitermachen werden, ihr könnt es euch schon ahnen, ich hoffe, die Folge ist jetzt nicht zu lang, zu kurz, werden wir die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Crusader Kings 2 und der Dynastie der Sieghardinger. Das war's von eurem Krumpas Bambu.